Hey, Sotelion hier. Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf YouTube und wir schauen heute in die erste Demo von Road to Vostok. Road to Vostok ist ein oder wird ein Hardcore-Singleplayer-Survival-Spiel werden. Es wird von einem Solospieler entwickelt und es hat in den letzten Wochen und Monaten die ein oder andere Welle geschlagen in den Social-Media-Kanälen, einfach aufgrund der Optik, die doch sehr ansprechend ist zu diesem frühen Zeitpunkt. Vor zwei Tagen wurde jetzt die erste öffentliche Demo released und deswegen haben wir jetzt die Möglichkeit, uns das Ganze live anzuschauen. Und wenn wir das Spiel starten, dann kommt man hier zuerst in so einen Vorbereitungsbereich. Hier sieht man auf diesen Tafeln nochmal ganz kurz erklärt, was in der Demo möglich ist und was es mit Road to Vostok auf sich hat. Es wird also eine Art Looter-Shooter, aber eben als Singleplayer. Es sind hier einige Items schon zu Demonstrationszwecken da, die man greifen und auch looten kann. Wir haben Waffen im Spiel, verschiedene Typen, die wir auch jetzt hier schon mitnehmen und ausrüsten und im Spiel testen können. Und es gibt eine ganz einfache Variante einer AI, die uns auch immer wieder schon begegnet und über die Roadmap, da werden wir später noch drüber reden. So, und dann, wenn wir soweit sind, geht es hier in den eigentlichen Spielbereich. Wir rüsten uns hier noch mit einer der Waffen aus, die ich mitgenommen habe. Als erstes hier jetzt erstmal mit einer M4 und dann gehen wir hier durch und dann geht's los. So, hier sind wir jetzt in der spielbaren Umgebung und ihr seht, das ist ein Waldgebiet mit einer kleinen Kreuzung und umgebender Bebauung. Die Straße, die ihr seht, oder dieser Waldweg ist so etwa 500 Meter lang in beiden Richtungen, der kreuzende Weg eben genauso. Das heißt, wir haben hier eine Kartengröße von etwa einem Viertel Quadratkilometer oder anders gesagt, es ist ein sehr, sehr kleines Gebiet, was noch keine Schlüsse zulässt, wie die wirkliche Spielwelt aussehen wird. Aber was man auf alle Fälle schon mal sieht, ist, dass, so wie es der Entwickler sagt, er hat einen sehr hohen Anspruch an die Qualität und deswegen sieht dieses Waldgebiet auf alle Fälle schon mal sehr glaubhaft aus und das finde ich sehr angenehm. Was dazu kommt, ist auch die Proportionen der Gebäude. Auch das scheint hier einigermaßen zu passen. Auf alle Fälle viel besser, als es beispielsweise in Dead Side der Fall war, wo man diese polygonarmen Mini-Häuschen und Schuppen da reihenweise hat und eigentlich kaum größere Gebäude. Das, ehrlich gesagt, finde ich hier alles schon sehr viel glaubhafter und sehr viel angenehmer. Und auch mit der Soundkulisse kommt das alles schon sehr gut rüber. Also Immersion an der Stelle für dieses Waldgebiet, auch mit den verschiedenen Wetterbedingungen, die man hier in der Demo schon einschalten kann, finde ich schon sehr angenehm. Wenn man einen Blick auf die Waffenmodelle werfen, die haben eine sehr realistische Optik, auch sehr zeitgemäß, sind alles andere als polygonarm und erinnern damit sehr stark an Escape from Tarkov. Zur Auswahl gibt es derzeit eine Shotgun, eine Pistole, dann gibt es eine MP5, glaube ich, eine AK, zwei M4-Varianten und ein Jagdgewehr. Und ich glaube, das war es dann schon so langsam. Mit den großen Scopes kann man natürlich im Moment hier noch nicht viel anfangen, weil dafür ist das einfach alles, das Gebiet, zu klein. Dafür muss ich sagen, über Kimmer und Korn spielen sich die Waffen sehr angenehm. Und das ist eigentlich was, was mir sonst in vielen Spielen negativ auffällt. Sowas wie Inertia-Trägheit scheint auch bereits implementiert, sowohl im Handling der Waffen als auch in der Bewegung des Charakters selbst. Und das kommt alles schon recht angenehm rüber. Das fühlt sich also gut und jemand, der von Tarkov kommt oder sagen wir so, der das Movement von Tarkov kennt, der fühlt sich hier recht schnell zu Hause und es kommt rüber wie ein ja, sehr modernes Shooter-Feeling. Und für meinen Teil muss ich sagen, ist das sehr angenehm. Wenn wir Richtung AI mal schauen, ja, da ist was integriert. Es spawnt also immer so 3, 4 Computergegner sind meist auf der Karte, die so nach ein, zwei Minuten, naja, vielleicht nach einer Minute oder so, beginnen auf der Karte zu spawnen. Wenn man jemanden tötet, spawnt halt wieder ein Gegner nach. Das Ganze geht endlos so weiter. Sie sind recht gut zu hören, sie laufen rum, sie legen kurze Sprints ein, haben aber noch recht feste Patrouillenwege, so wie das aussieht, und reagieren auch sonst nicht weiter auf den Spieler. Sie beschießen einen, sie sehen einen recht gut, sind auch nicht besonders treffsicher, fühlen sich eigentlich an der Stelle ein bisschen so an wie die Scavs in Escape from Tarkov und sind dadurch natürlich im Moment recht leicht auszumanövrieren, auch weil sie eben noch keine
Bewegungscharakteristiken haben, dass sie sagen, sie gehen in Deckung, sie reagieren auf Bedrohung oder sowas. Da passiert natürlich noch nicht viel, aber auf der anderen Seite, hey, das ist hier eine Technologie-Demo. Hier geht es nur darum, dass man was hat, wo man drauf schießen kann. Das ist noch nicht das fertige Spiel und demzufolge braucht man über die AI noch nicht viele Worte, denke ich mal, zu verlieren. Wie geht's denn jetzt weiter? Wir haben jetzt hier die erste Demo zu Spiel und die Roadmap sagt uns, dass es eine zweite Demo geben soll in 12 Monaten, anvisiert also für das dritte Quartal 2023 und für den Early Access Eintritt von Road to Vostok ist weitere Entwicklungszeit geplant. Das seht ihr hier auf dem Bild der Roadmap. Das heißt, hier muss man davon ausgehen, dass hier von heute an gesehen mindestens 18 bis 24 Monate vergehen werden, bis es soweit ist. Für das volle Release des Spiels, denke ich mal, ist vor 36 Monaten überhaupt nicht damit zu rechnen. Und das ist natürlich etwas, muss ich sagen, wir reden hier von locker 3 Jahren Entwicklungszeit für derzeit einen Einzelentwickler, der offensichtlich eine hohe Motivation hat, der offensichtlich auch, was die Demo hier zeigt, sehr hohe Qualitätsansprüche hat und die mit dem, was hier umgesetzt ist, auch wirklich meiner Ansicht nach sehr gut erfüllt. Ich meine, die Performance funktioniert, ist gut, die Demo sieht schick aus, das Waffenhandling sieht schick aus, es funktioniert alles. Die Frage ist trotzdem, bis zu einem Spiel mit den ganzen Game-Mechaniken, die da reinkommen, ist noch sehr, sehr viel Arbeit vor ihm. Es steckt noch sehr, sehr viel Mühe drin. Und das ist natürlich die Frage, ob man so ein Game als Einzelentwickler wirklich bis zu diesem Punkt hinbekommt. Und das ist aber etwas, da kann man jetzt zwar zweifeln oder mit den Schultern zucken, man kann auch einfach darauf hoffen, dass es klappt und ihn unterstützen. Es wird die Zukunft zeigen. Monetarisierung ist geplant ab dem Early Access. Zum jetzigen Zeitpunkt ist ein Preis von 10 Euro anvisiert. Das volle Spiel soll später 20 Euro kosten. Das ist alles kein Drama. Es soll ein reines Singleplayer-Spiel werden und es ist eventuell angedacht für später, dass ein PvE-Koop-Modus kommt. Aber von PvP ist hier also seitens des Entwicklers keine Rede. Und ja, wir kommen alle, ich zumindest komme von Tarkov, deswegen sage ich, es ist ein schickes Spiel. Wir werden sehen, was es für Game-Mechaniken mitbringt, ob es als Singleplayer-Spiel auch wirklich ein interessantes Survival-Spiel werden kann. Ich für meinen Teil, wenn es nicht so eine Art Horde-System ist, was dann, wogegen man sich verteidigen muss, habe da so meine Schwierigkeiten. Weil egal wie gut die AI programmiert ist, wenn man einmal weiß, wie sie funktioniert, sind die in der Regel recht leicht auszumanövrieren in jedem Spiel. Und die wahren, wirklichen Herausforderungen stellen sich eigentlich immer in diesen Spielen, wenn man es mit anderen Spielern zu tun hat. Und genau die fehlen hier. Von daher, es ist für mich ein optisch hochinteressantes Spiel. Das Setting ist etwas, was ich sehr mag. Deswegen spiele ich Tarkov sehr gern. Und ich werde sicherlich die Entwicklung weiter verfolgen. Von daher, das ist mein erster Eindruck. Mehr kann ich noch nicht dazu sagen. Wenn ihr es selber ausprobieren wollt, geht auf Steam. Road to Vostok findet ihr über die Wishlist auf Steam. Und die Demo steht frei zum Download zur Verfügung. Installiert sie euch, probiert sie euch aus. Das geht ganz schnell. Und ihr könnt hier in ein paar Minuten selbst die ersten Eindrücke sammeln. So, das war's von mir. Wenn euch das Video gefallen hat, würde es mich freuen, wenn ihr ein Abo dalasst. Wenn euch das Spielkonzept gefällt oder auch nicht, wie und warum, schreibt es in die Kommentare. Lasst uns ein bisschen drüber schwatzen. Ich würde mich freuen, denn dafür sind die YouTube-Videos hier natürlich auch da. Und wenn ihr mehr von mir sehen wollt, ich streame montags bis freitags normalerweise ab 20 Uhr live auf Twitch. In den letzten Tagen hat das nicht so richtig funktioniert. Es gab viel Familiäres zu klären und Twitch hat mir auch ein paar Eier reingelegt. Aber die nächsten Tage sehen wir uns auf alle Fälle wieder. Also, macht's gut.